Warum gibt es Armut? Danke, dass Sie sich für diese Frage interessieren und den Beitrag aufgerufen haben. Denn dieses Thema ist keine Kleinigkeit. Verzweifelte Menschen tun viel, um zu überleben. Sie lassen sich zu Taten treiben und hinreißen, die sie sonst nie tun würden. Und in viel zu vielen Fällen überleben sie einfach nicht. Ich gehe der Frage nach, wie Menschen in diese Situation kommen. Ich denke nicht, dass es einfach nur Pech oder persönliche Unfähigkeit ist. Das mag in einzelnen Fällen eine Rolle spielen, aber das erklärt nicht dieses Ausmaß und nicht die zunehmende Intensität. Bevor ich beginne, bitte ich um Verständnis für folgende Punkte. Erstens, ich werde in diesem Beitrag bestimmt nicht alle auftauchenden Fragen berücksichtigen können. Der Beitrag würde sonst sehr lange dauern. Aber wenn Sie den weiteren Beiträgen folgen, bin ich mir sicher, Sie werden einige Antworten bekommen. Die für Sie dann noch offenen Fragen schreiben Sie mir bitte in die Kommentare. Zweitens, es geht hier um monetäre Armut. Es geht nicht um die Armut zum Beispiel an Empathie, Gefühlen, Freunden, Lebensfreude oder an sonstigen Dingen. Richtig, auch hiervon kann es Armut geben. Aber um die soll es hier nicht gehen. Es geht um die aus monetären Gründen nicht oder kaum vorhandene Möglichkeit, sich mit begehrten, vor allem aber notwendigen und für viele Menschen lebensnotwendigen Gütern zu versorgen. Drittens, mag sein, dass Sie die eine oder andere Ausführung vielleicht naiv finden, Sie die Antwort vielleicht kennen oder zu kennen glauben. Nach meiner Erfahrung lohnt es sich immer, dennoch zuzuhören. Und wenn es nur deshalb ist, um zu hören, wie die Erklärung dieses anderen Menschen lautet. Wegschmeißen kann man das hinterher immer noch. Offizielle Erklärungen. Die Weltbank der Vereinten Nationen nennt als Gründe für die Armut in einigen Ländern beispielsweise klimatische Umstände wie Dürren und Naturkatastrophen, Ernteausfälle durch Schädlinge oder erkrankte Nutz- und Nahrungspflanzen. Die Bauern dort können die Preise für die Substanzen nicht bezahlen, mit denen man solche Krankheiten oder Schädlingen begegnet. Dafür vergibt die Weltbank zum Beispiel einigen ansässigen Bauern Kredite. Sie leiht also Geld, mit welchem die Preise dieser chemischen Substanzen bezahlt werden können, die dann auf die Felder gespritzt werden. Die Hersteller dieser Substanzen sind sehr häufig ausländische Konzerne der chemischen Industrie. Wir sehen aber, durch das Bespritzen der Felder wurde die Armut nicht aufgehoben, höchstens gemildert, und auch das nur selten auf Dauer. Aber dafür wurden Abhängigkeiten der Bauern von Konzernen geschaffen. Diese Problematik ist seit Jahrzehnten bekannt, im Internet und vielen Büchern hinlänglich dokumentiert und behandelt. Sie soll hiermit nur erwähnt werden. Wir sehen hier eine Möglichkeit, wie Armut entsteht, sind aber noch nicht zum Kern der Sache vorgedrungen. Denn offenbar reicht diese Erklärung der Weltbank noch nicht aus, um Armut umfassend zu begründen. Generell sieht deren Bilanz bei ihrem vorgegebenen Ziel, die Armut weltweit zu bekämpfen, weniger rosig aus, als sie von dieser immer wieder dargestellt wird. Die Weltbank und andere Organisationen nennen auch Korruption als einen weiteren Grund für die Armut einiger Länder. Sind es also einfach gierige Bank- und Konzernmanager, die nicht genug bekommen können? Die Politiker bestechen, damit diese Entscheidungen treffen, die zwar deren Land schaden, aber die Gewinne der Konzerne steigern?
Sind es die Banken mit ihren Zinsen auf Kredite, welche Armut verursachen? Regionales. Sozial- und Arbeitsämter nennen als Gründe für die Armut im jeweils eigenen Land Sprachbarrieren, Alter und mangelnde Qualifikation als Hindernis, um eine Lohnarbeit zu finden. Als ob Armut allein dadurch beseitigt werden könnte, dass jeder einfach Lohn arbeitet. Also wenn Vollbeschäftigung erreicht wird, gibt es keine Armut mehr. So die Weisheit. Dabei wird der Blick bewusst darüber hinweggeführt, dass viele Lohnarbeiter sich von ihren Niedriglöhnen nicht ernähren können und sie weiter vom Sozialsystem abhängig sind. Zu Zeiten der nahezu Vollbeschäftigung in Deutschland fanden sich diese Niedriglöhner mittels Billigimporten und ausgelagerter Billigproduktion im Ausland. Und doch war Deutschland auch zu diesen Zeiten nicht frei von Armut. Verteilungsfrage. Alle sind sich einig, dass Armut etwas mit der ungleichen Verteilung von Geld und Gütern zu tun hat. Viele Menschen greifen das auf und haben noch mehr Rat und Vorschläge, wie eine Umverteilung von Reich zu Arm stattfinden könnte. Ich werde noch erklären, warum das ziemlich sinnlos ist. Fragen wir doch mal wie ein Kind, wer denn das Geld eigentlich verteilt und warum er das so ungleich tut. Können Sie das klar und einfach beantworten? Viele gehen davon aus, das sind die Banken, weil die können ja Geld erschaffen. Aber haben Sie jemals von der Bank Geld bekommen, außer im Rahmen eines Kredits? Auch Konzerne bekommen von den Banken nur Kredite, keine Geldgeschenke. Die Banken sind es also nicht. Sie sind ebenfalls Unternehmen und eher auf Einnahmen als auf Ausgaben bedacht. Sind es vielleicht die Politiker? Das würde dann über die Finanzämter und Sozialämter geschehen. Ja, da steckt schon was drin, aber die Sozialausgaben und Steuergeschenke an Großunternehmen reichen nicht, um diese Verhältnisse herzustellen. Ist es der Mittelstand, dessen Unternehmen oft selbst ums Überleben kämpfen und auf jeden Geldregen hoffen? Vielleicht sind es die milliardenschweren Unternehmen der Industrie, die mittels Lohnarbeit Geld an die Menschen ausgeben. Aber Löhne und Gehälter werden auch von Staat und mittelständischen Unternehmen gezahlt. Emotional mag die eine oder andere Antwort befriedigen, aber faktisch bleibt sie verschwommen. Keine der oben genannten kann die Situation ausreichend erklären, auch wenn es bei der letzten schon ziemlich warm wird. Schließlich ziehen die Konzerne einen gewaltigen Vorteil aus der Situation. Verarmte Menschen lassen sich recht einfach manipulieren. Es ist sehr leicht, sie in Abhängigkeiten zu bringen, in welchen sie zu Tätigkeiten gezwungen werden können, die sie sonst nicht tun würden. Und das für verhältnismäßig geringe zu erbringende Gegenleistungen. Ärmere Menschen sind auch eher bereit, minderwertige oder minderwertig gewordene Nahrungsmittel und andere Billigprodukte zu kaufen. So kann man noch den letzten Zehntel Cent Gewinn aus den Investitionen herauspressen. Mit ihrer Existenz und ihrem mangelbehafteten Dasein lassen sich bei anderen Menschen Ängste erzeugen und bei diesen, durch ihre Lohnabhängigkeit, ebenfalls die Preise für ihre Arbeitskraft drücken. Fachlich ausgedrückt, sie sind das Werkzeug für Lohndumping. Große Unternehmen und Konzerne haben oft Zulieferbetriebe, die ebenfalls von ihnen abhängig sind. Sie haben Marktmacht
um Preise diktieren oder wenigstens stark beeinflussen zu können. Mit der Auswahl dieser Zulieferer und die Bestimmung der Preise in bestimmten Regionen können sie dort Wohlstand und die Existenz von Arbeitsplätzen bestimmen. Es sieht so aus, als kämen wir der Sache näher. Und es sieht so aus, als läge hinter der Existenz von Armut eine Absicht. Heiße Spur. Es sind also vor allem Großunternehmer und weltweit agierende Konzerne, welche Geldströme kontrollieren und das Geld über Löhne und Gehälter verteilen, welches sie über den Verkauf von Produkten einnehmen. Damit erkennen wir zwar Kreisläufe, die aber nicht unsere Kernfrage klären. Kreisläufe schaffen nicht unbedingt einen Mangel und damit keine Armut. Bertolt Brecht gibt in einem kleinen Vers einen weiteren Hinweis. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Zwischen Armut und Reichtum gibt es also einen Zusammenhang, der so eng ist, dass sie sich einander bedingen. Es gibt keine Armut ohne Reichtum. Umgekehrt gibt es auch keinen Reichtum ohne Armut. Wachsender Reichtum führt zwangsläufig zu wachsender Armut. Hier noch einmal die bis jetzt erreichten Verhältnisse. Und zwar gleich als Keksbeispiel wegen der vielen Prozente. Dabei wird 1% des Weltvermögens durch einen Keks dargestellt. Und 1% der Weltbevölkerung durch einen Menschen. Nehmen Sie an, das sind 100 Leute und 100 Kekse. 1,2% ist ungefähr 1. Also bekommt einer der 100 Menschen 50 Kekse. Die Hälfte. Weil 47,8 sind auch fast die Hälfte. Die nächsten 12 Menschen teilen sich 37 Kekse. Bei den nächsten 34 Menschen wird es mit ganzen Keksen schon schwierig. Sie teilen sich 12 Kekse. Die restlichen 53 Menschen teilen sich ungefähr einen Keks. Das Beispiel ist eine Übernahme aus dem Beitrag 5000 Jahre. Wie aber kommt es zu diesem Ungleichgewicht, dass die einen so viel haben, dass sie nicht wissen, wohin damit, und andere nicht wissen, woher nehmen, ohne kriminell zu werden. Der Grund dafür ist Teil der Antwort auf unsere Kernfrage und wird im Laufe dieser Beiträge erläutert. Ich kann Ihnen versichern, dass ich bei meiner Erklärung weder Banken noch Zinsen brauche und auch keine unersättlich gierigen Menschen. Um mehr zu erfahren, ist es vorteilhaft, wenn wir erst ein paar Dinge klären. Rufen Sie dazu bitte die Beiträge der Definitionen auf. Danke, dass Sie sich dafür interessieren.